Dilok rüstet sich im Folgenden für die Fahrt auf. Bis zur nächsten Meldung sind keine Eingaben möglich. Und damit recht herzlich willkommen in Leipzig Hauptbahnhof. Hallo Kollege. Du übernimmst heute in Leipzig den Intercity 2304, der vor einigen Minuten aus München eingefahren ist, und wirst diesen über Lutherstadt-Wittenberg und Berlin-Südkreuz bis Berlin-Hauptbahnhof bringen, wo dein Zug endet. Deine Lok hat heute eine LZB-Störung, was ein Fahren mit LZB nicht möglich macht. Deine Höchstgeschwindigkeit ist demzufolge auf 160 km pro Stunde begrenzt. Es wird somit auch nicht möglich sein, den regulären Fahrplan einzuhalten. Versuche bitte jedoch, so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Hier dein planmäßiger Fahrplan in der Übersicht. Leipzig Hauptbahnhof, Ankunft um 11.10 Uhr, Abfahrt um 11.15 Uhr. Nächster Halt Lutherstadt-Wittenberg um 11.46 Uhr, Abfahrt um 11.48 Uhr, Berlin-Südkreuz um 12.22 Uhr, Abfahrt um 12.24 Uhr und Berlin-Hauptbahnhof last but not least um 12.30 Uhr. Öffne jetzt bitte die Türen, deine Lok ist bereits fertig aufgerüstet. Gute Fahrt. Und ja, das Szenario besteht aus zwei Teilen. Gut, wir haben vorne dran am Zug die Baureihe 101 in Lackierung Deutsche Einheit. Zum Einheitsfest. Gemeinsam zum Einheitsfest nach Frankfurt am Main. Ja gut, wir fahren zwar heute in die andere Richtung, aber mal schauen. 25 Jahre Deutsche Einheit. Ja, in Hessen wird es gefeiert scheinbar. Zwischen dem 2. und 4. Oktober 2015. Ist schon ein paar Jährchen her. So, Licht anschalten. Und wenn möglich aber bitte nicht das Fernlicht. Das kann ausbleiben. Die Türen sind geöffnet. Wir stehen in Leipzig auf Gleis 12. Hier oben der Abfahrtsanzeiger und die Bremsprobenampel, wie ich immer gerne sage, sind leider nicht animiert. Aber das ist eine andere Geschichte. So, wir schalten die Instrumentenbeleuchtung ein. Der Fahrplan gilt er für die heutige Strecke? Ja, tatsächlich. Leipzig Hauptbahnhof, okay. Das schaut ja schon mal gut aus. Nur, dass wir halt keine LZB zur Verfügung haben. Okay. Wir schalten die Zugsammaschine ein. Die ist sogar schon an. Okay. Ja gut, dann ist der Zug wirklich voll aufgerüstet. Wird hier immer besser. Aber die AFB fehlt noch. Die bräuchten wir noch. So, 40 eingestellt. Der Fahrtrichtungssender fliegt in Vorwärtsstellung. PZB in der oberen Zugart ist auch aktiv. Die LZB heute auch mal. Die SIFA heute auch mal. Okay. Türfreigabe. Störung. Ja, die Türen sollten wir natürlich verriegeln. So, löst sich die Bremse von selbst oder müssen wir Hand anlegen? Nein, wir müssen Hand anlegen. Alles klar. Da reicht's im Trainsimulator immer, wenn du die Bremse ein ganz kleines Stückchen zurückziehst, dann fängt er hier schon an, die Lokbremse zu lösen. Das machen die Lokomotiven von VR manchmal. Das ist auch nicht die Haltebremse. Das liegt hier irgendwie, ja, immer beim Szenario-Start vor. Okay, Ausfahrt mit 40. PZB im restriktiven Modus. Man kann hier ruhig vor sich hin blinken. Die AFB ist auf 40 eingeloggt. Und dann fährt die Lokomotive auch nicht schneller. SIFA sollte ich natürlich denken. Ohne die geht es heute nicht. So, schöne viele doppelte Kreuzungsweichen hier im Bahnhofsbereich von Leipzig. In Leipzig Hauptbahnhof wird auch viel gebaut. Ich war letztens dort. Da verändert sich ja alle paar Wochen das Gleisbild, habe ich so das Gefühl. So, was kommt uns denn da entgegen? Die 101 mit Intercity. Genau wie wir. Nur, dass sie in einem schönen, stolzen Verkehrsboot rumfahren darf. Und hinten dran der Steuerwagen. So wie es sich gehört. Ja, Fenster können wir zumachen. Und ganz wichtig, bei der 101 müssen wir das auch
Verriegeln das Fenster. Sonst geht es eventuell während der Fahrt auf. Aber mit der Lokomotive fährt man ja schon in der Regel ein bisschen schneller. So, 1:10. Wunderbar. Und die S-Bahn Mitteldeutschland. Als Talent 2. Baureihe 2442, oder? Naja, auf jeden Fall im Simulator. Im Simulator ist es eine 2442. Ich glaube, in echt ist es eine 1442. Begrüßt auch alle in Leipzig Hauptbahnhof Zürichen und Fahrgäste recht herzlich an Bord des Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Berlin Hauptbahnhof. Über Berlin Südkreuz und wünschen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt dann gegen 11.46 Uhr wird der Stadt Wittenberg. Ladies and Gentlemen, welcome aboard the Intercity to Berlin Main Station via Berlin Südkreuz. Our next stop is 11:46 Lutherstadt Wittenberg. We wish you a pleasant journey. Alles klar. Nächster Halt, Lutherstadt Wittenberg. Und wir haben zu beachten, dass wir am nächsten Signal dann nur 120 fahren dürfen. In Anführungszeichen. Also die Geschwindigkeit hebt sich sogar an. Muss auch in dem Fall nicht quittiert werden, das Vorsignal. Das ZS3V zeigt keine Geschwindigkeitsankündigung kleiner 100 an. Und wir haben ja auch einen Fahrtbegriff. 120, genau. Der ICET aus Berlin. Und dann sind es 120. Okay, das ist dann das Ausfahrtsignal schon gewesen. Oder die 78,5. 77,6 sind wir jetzt gerade. Und die Kilometerzahlen sind absinkend. Okay, ja. Dann ist das Ausfahrtsignal schon durch. Da muss man aber ein bisschen schauen, dass man auch wirklich die Geschwindigkeiten fährt, die im Fahrplan drin stehen. Weil manchmal stehen nicht alle Signale auf der Strecke. Boah, ist das nicht herrlich. 243er im Doppelpack. Und hinten dran ein schwerer Tankzug. Grüße an die MEG, die Mitteldeutsche Eisenbahngesellschaft. Schön, dass die solche, ja, ziemlich alten Lokomotiven, aber dennoch leistungsintensiven Lokomotiven noch einsetzen. Es geht durch den Bahnhof von Leipzig-Messe. Hier oben über diese schöne Brücke bin ich selbst schon gefahren. Da geht es dann hier in Richtung Leipziger Güterring. Das war damals eine Umleitung. Richtig schön. Aber man muss auch sagen, das ist eine Strecke gewesen, wo echt viele Langsamfahrstellen drin sind. So, hier das Messegelände. Da hinten die große Eingangshalle. Der Messeturm hier. Ja, das war damals auch im Zuge von Bauarbeiten, dass man da mit einem, das war ein Sonderzug, glaube ich sogar, der halt deswegen umgeleitet wurde. Aber wirklich, auf dem Güterring, da sind so viele Langsamfahrstellen, wo die Geschwindigkeit extrem runtergeht. Ich glaube, da waren Stellen drin, wo wir nur 30 oder 40 fahren durften. Das war unglaublich. Vor allem wegen den vielen alten Brücken dort, die teilweise noch nicht restauriert wurden. War schon sehr interessant. Ein Tag, den ich so nie vergessen werde. Ja, schade heute, dass wir keine LZB zur Verfügung haben. Aber wenn sie halt gestört ist, dann ist das so. Da lässt sich dann auch nichts dran machen. So, wenn die Lutherstadt Wittenberg der nächste Halt ist, dann müsste es durch Bitterfeld noch durchgehen. Bitterfeld kommt hier davor, ne?
Bitterfeld ist die Durchfahrt. Heute kein Halt in Bitterfeld. So, jetzt sind wir mal im Streckenkilometer 71. Dann müssen wir manuell nachblättern. Ach schön, der elektrische Schutzstreckenabschnitt ist auch eingezeichnet. Der kommt dann bei 67,4, genau hinter Rackwitz. Ja, das ist jetzt der Bahnhof hier. Genau, Rackwitz bei Leipzig. Da kann man da schon mal die Leistung rausnehmen. Genau. Ein paar Kilometerchen. Und dann fliegt der Hauptschalter raus. Den Streckenabschnitt hier kennen wir ja schon. Die Schutzstreckenhilfe damals war sehr, sehr, sehr schön. Da ist eine Lokomotive genau in diesem elektrischen Schutzstreckenabschnitt stehen geblieben. Und wir hatten dann die Ehre, den Zug rauszuschleppen. Ja, in dem Fall hier ein einfaches Hauptschalter aus. Also nicht irgendwie Bügel absenken oder sowas. Solche Sperenzien werden hier nicht gemacht, nein. Ja, zugegeben, es war wirklich ein bisschen unklug, den Hauptschalter so früh rauszunehmen. Normalerweise wartet man ja auch die EL-Signale ab. Aber nun gut. Das ist auch so ein bisschen das Problem, die EL-Signale stehen hier direkt bei einem Hauptsignal. Wenn das Halt zeigt und der 500 Hz Gleismagnet eine PZB-Zwangsbremsung auslöst, dann kannst du manchmal echt ein Problem haben. Weil du kommst nicht vom Fleck in dem elektrischen Schutzsteinabschnitt. Da ist kein Saft in der Oberleitung. Oh. So, jetzt müssen wir nochmal voll Gummi geben. Weil wir haben ja wirklich den Hauptschalter zu früh rausgenommen. Das nächste Mal warten wir, bis es EL1 kommt. Nächster Bahnhof oder Haltepunkt. Nee, Sifa heißt er nicht. Der heißt Schortau. So, dann kommt Delitzsch unterer Bahnhof. Ist eigentlich auch bekannt. Und dann geht's irgendwie nicht weiter, oder wie? Änderung der Zugcharakteristik. Weiter als 67,24,5. Nee. Eigentlich nicht. Dann ist dann nur unser Fahrplan zu Ende. Weil es wahrscheinlich nicht der Fahrplan für unseren Zug aktuell ist. Ich glaube nicht, dass wir als 67,68,1 unterwegs sind. Ja, ja, ist ganz normal. Die sagt das öfters mal. Es sollte natürlich nicht normal sein, aber sie sagt es oft. Müsste auch gleich das Waggonwerk kommen auf der rechten Seite. So, Delitzsch-Unterer Bahnhof. Und ja, es gibt auch einen oberen Bahnhof. Achtung, Zugdurchfahrt. Jo, hier sind wir. So, was steht denn heute hier? Doppelstockwagen. Oh, Fallnetz haben sie dort. Ganz viele Fallnetzwagen, okay.
Ansonsten sieht es heute leer aus. Da haben sie mal nicht so viel zu tun. Na, möchte die Verriegelung bitte reingehen? Jetzt. Die Fensterverriegelung ist schon wichtig. Sonst zieht es mir früher oder später. Und, was mir auch noch einfällt, wir können ruhig mal die Fahrplanleuchte einschalten. Dann wird es auch ein bisschen heller hier im Führerstand. Oder so. Ist ein bisschen zu grell, ne? So ist, glaube ich, viel angenehmer. Ah, genau, dimmen können wir hier auch. Sehr schön. Wir nehmen volles Licht heute. Ist schon recht düster im Führerstand. Wieso sind die anderen Seiten vom Buchfahrplan leer? Hat der Zug dort geendet in dem anderen Szenario? Weil ich hatte mir jetzt einfach hier einen Fahrplan geschnappt von der Strecke Berlin-Leipzig. In der Hoffnung, dass es stimmt. Na gut. Dann gehen wir auf die normale Fahrplandatenseite, wählen aber die dunkle Ansicht. Bei der hellen hat man immer so das Gefühl, es würde einem gleich die Augen auslasern, wenn das so grell leuchtet. Ne, hier drüben, das kann. Ja, ich bin da. Hier drüben, das kann ruhig in der Tagansicht bleiben. Das geht schon. Bahnhof Petersroda. Und jetzt zischt er durch. In unsere Intercity. Und der ICET kommt uns entgegen. Direkt im Doppelpack. Ich dachte eigentlich, die meisten Züge werden in diesem Streckenabschnitt hier, oder in Berlin, nee, nicht in Berlin, in Bitterfeld oder in der Unterstadt Wittenberg, und da werden ja auch viele Zugpaare geflügelt. Wir werden dann gemeinsam erst wieder weiterfahren. Ja, wenn sie zum Beispiel über die VDE 8 nach Erfurt gefahren sind, dort sollen die teilweise wieder zusammengekurbelt werden, habe ich gehört. Bestätigen kann ich es an der Stelle nicht, aber ich weiß, dass die Züge unter anderem in Bitterfeld geflügelt werden. Genau, da fährt der eine hier quasi über die Strecke entgegen, also auf dem jetzt in Fahrtrichtung linken Gleis, was gerade so ein bisschen von uns abzweigt, kommt aber gleich wieder. Das hat jetzt nur damit zu tun, dass das Gleis drüben eingefädelt wird und dass die anderen Gleise in Richtung wahrscheinlich Halle, dass die dort entlang führen in der Mitte. Dann fährt halt der eine Zug Richtung Halle und der andere Richtung Leipzig. So, ich weiß jetzt aber nicht, ob wir hier in Bitterfeld mit 160 durchballern dürfen. Aber scheinbar schon, ne? Wieso auch die Geschwindigkeit ermäßigen? Dann sollen wir wieder schön die Augen offen halten. Es geht durch den Bahnsteig durch oder am Bahnsteig entlang. Wenn jemand so nah dran steht, dann wird gepfiffen. Und 51 von Evergreen, mit Evergreen Containing drauf. So, der gesamte Bahnsteig scheint leer zu sein. Auch die S-Bahn Mitteldeutschland hat kaum Fahrgäste gefasst. Die Dame trotzdem mal vom Gleis wegjagen. 160 blinkt. Ein W als Richtungsanzeiger. Ja, wenn man mal wüsste, was dort als nächstes kommen würde. Wahrscheinlich die Lutherstadt Wittenberg. Also W für Wittenberg. Tippe ich jetzt mal. Die 160 müssen auch nicht quittiert werden als ZS3V. Selbes Phänomen wie in Leipzig vorhin. Also da brauchst du dich auf der Strecke
Berlin-Leipzig keine Sorgen machen. Die Signalisierung ist hier schon ziemlich gut. Wenn es auch Ausnahmen gibt. Riesengroße Schornsteine. Ich glaube, es sind sogar samt Dreier, die dort hintereinander stehen. Nur sind die in der aktuellen Fahrtrichtung, glaube ich, nicht richtig einzusehen. Die verstecken sich gerade also ein bisschen hintereinander. Jaha, genau. Ja, ich bin doch da, ich renne nicht weg. Und ich bin auch nicht ohnmächtig geworden. Meine Fahrweise heute ist zwar sportlich, aber nicht so sportlich. Genau, da sind sie nochmal, die drei großen Schornsteine. Geht's wieder in den schönen großen Gleisbogen. Boah, ich finde das so schön, hier laufen so viele Gleise parallel nebeneinander. Und dann vereinen sie sich. Was kommt denn da? Ein Regionalexpress oder eine Regionalbahn? Geschoben von 143. Hier ist richtig viel los heute auf der Strecke. Es macht richtig Spaß, heute hier zu fahren. Man könnte meinen, woher kommt denn das? Hier sind wir mit dem Intercity 2304. Genau, deswegen ist eine andere Fahrplan, alles klar. Und da kommt schon Bitterfeld. Leipzig, nee, nicht Leipzig. Weder Leipzig noch Bitterfeld. Mann, bin ich heute durcheinander. Lutherstadt-Wittenberg. So. Ich sag doch, jede Fahrt hat als Garantie Spaß und Freude. Ob das meine geistige Verwirrung heute ist oder der LZB-Ausfall. Ganz gleich. Also die Bäume sehen hier gerade ein bisschen grausam aus irgendwie. Keine Blätter dran. Als wenn wir hier gerade durch, keine Ahnung, wie bei Herr der Ringe durch irgendein Ödland laufen oder fahren. Fehlt nur noch irgendein Oger, der hier übers Gleis rennt. Ich meine, gut, die Kollegen von der DB Netz AG haben heute Ferien, aber manchmal sind die auch anzutreffen. Spaß. So, jetzt geht es, glaube ich, lange Zeit geradeaus. Dann können wir uns mal die Gelegenheit zunutze machen und die Lokomotive von draußen betrachten. Ja, Einheitslackierung 101027-1. Heutiges Fahrzeug. Bremsgewicht in der Stellung R 120 Tonnen, in der Stellung P 84 Tonnen und in der Stellung G 70 Tonnen. Hinten dran haben wir die typischen Intercity-Wagen, DB Fernverkehrs AG Berlin-Rummelsburg, AVMZ-Wagen auf 200 km pro Stunde ausgelegt, noch ein AVMZ, Bordbistro als ARKI MBZ gekennzeichnet, auch für 200 ausgelegt.
der BPMZ, die BPMDZ Korrektur. Weil sind eigentlich alle auf 200 zugelassen. Der BPMZ jetzt. BPMBZ wieder. Und es geht dann so weiter. Und nochmal eine Besonderheit, BPM BDZF, der schöne Steuerwagen. Das sind auch immer so Wagenbezeichnungen, ganz ehrlich, die kann ich mir nicht merken. Also so AVMZ, BPMZ, das geht noch. Das sind immer so Großraumwagen. Große Personenwagen, Großraumwagen, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube AVMZ müsste Großraumwagen sein. Jedenfalls bei Wagenbezeichnungen, da wird es echt kritisch. Das sind dann so Sachen, die muss man sich auch nicht merken. Es geht klar, wenn man so grundlegende Sachen weiß, die man relativ oft anzutreffen weiß. Also, sei das jetzt immer EMS-Wagen, das sind in der Regel Hochbootwagen, die ein relativ großes Füllvolumen haben. Wie vorhin schon gesehen, die FALs oder FALNS, da gibt es halt auch gefühlt tausende Abstufungen. Da wird man Buchstaben mehr reingemogelt, dann sehen die zwar optisch fast identisch aus, haben aber trotzdem irgendwo einen Unterschied. Also die grobe Wagenform kann ich mir schon herleiten, wenn ich die Wagenbezeichnung sehe. Sie müssen jetzt, ich glaube, FAS sein. Müssen wir uns jetzt cheaten. Ich glaube, hier steht es auch gar nicht dran. Nee, FANS, okay. Man sieht es schon nah dran. Oh, voll beladen. Ja, die Wagen werden häufig genutzt, um irgendwo Schotter an Baustellen zum Beispiel zu verteilen. Eignen sich gut dazu. Ich glaube, die haben sogar eine Möglichkeit zum Abkippen. Also sprich, dass die Ladefläche geneigt wird. Das ist, glaube ich, die Besonderheit bei den Wagen, aber will ich mich jetzt auch nicht drauf versteifen. Auf jeden Fall eignen die sich gut, um ja, zum Beispiel Schotter zu verteilen. Wobei da die normalen Schüttgutwagen wahrscheinlich in vielen Fällen auch eine gute Lösung sind, wo man einfach sagt, okay, durch die Luken unten lässt man dann dosiert den Schotter hinaus und Diesellokomotiv schiebt den Wagen dann meinetwegen den ganzen Wagenzug über einen bestimmten Streckenabschnitt und dann kommt im Anschluss mit der Bagger, verteilt das Ganze schön, die Stoffmaschine mal hinterher, damit das Ganze schön fest wird. Und dann sollte das meistens genügen. Ja, am Himmel haben wir heute auch wieder unsere wunderschöne Tapete, die 2D-Wetteranimationen. Ich finde das immer so lustig. Theoretisch wird hier eigentlich bei diesem 2D-Wetter nur so eine Art Folie am Horizont umhergeschoben. Also sprich, die rotiert so um uns und das erzeugt dann halt diesen Wettereffekt. Der sieht gar nicht mehr schlecht aus, finde ich. Man merkt einfach auch, dass hier eine Wolke in der Tiefe liegt. Ich finde es gut gelöst. Klar, mittlerweile haben wir uns weiterentwickelt zu 3D-Wetter, was auch zugegeben besser aussieht, aber ich finde das 2D-Wetter gar nicht so schlimm. Was mich heute so ein bisschen eher stört, sind diese teilweise komischen Bäume, als wären sie in irgendeine Moorlandschaft gefallen und die Blätter abgegangen. Dann triffst du halt hier auch teilweise Bäume wieder an, die haben ein farbenfrohes Grün, was richtig leuchtet, wo man die Kraft des Frühlings sieht. Aber naja. Es gibt Schlimmeres. Nämlich unseren nächsten Halt, wo unsere Fahrt leider schon zu Ende sein wird. Wobei ich sagen muss, die Stadt Wittenberg sieht eigentlich ganz schön aus. Ist nicht bezogen auf die Stadt, eher auf die kurze Fahrtdauer. Ja, 10 Kilometer sind es noch. Ja,
Wir haben es verstanden. Das ist ganz normal. Heule durch. Zack und weg. Ja, hier drüben haben wir wieder unsere glücklichen Kühe. Starr vor Freude. Frisch aus dem Tiefkühlfach. Viele landwirtschaftlich genutzte Flächen säumen hier das Landschaftsbild. Hoho, ein richtiger Lichterbaum. Alles durch auf unserer Seite hier grün. Die nächsten vier Signale kann man schon sehen. Ganz ehrlich, bei so einer Strecke, wenn man so gute Sicht hat, da braucht man auch keine LZB. Eine gute Voraussetzung ist natürlich, man hat so gute Augen. Und wenn man nicht so gute Augen hat, dann muss man sich halt ein paar Ferngläser vor die Augen schnallen. Das sieht vielleicht ein bisschen skurril aus, aber tut jetzt auch nichts zur Sache. Man kann dann wenigstens gut sehen. Da kannst du quasi auf Sicht fahren. Du musst halt nur abschätzen können, wann der Zug vor dir zum Beispiel zum Stehen kommt. Sonst küsst du unweigerlich den letzten Wagen dieses Zuges. Diejenigen, die diesen humoristischen Witz jetzt nicht verstanden haben, ist immer ein Scherz. Ich hatte tatsächlich jetzt letztes Mal jemanden, der hatte tatsächlich bei irgendeinem dieser Witze gedacht, das wäre Wirklichkeit. War dann im Grunde genommen auch wieder witzig, aber sei es drum. Ich meine, klar, bei der Bahn, da verschwimmt vieles. Ist es jetzt ein Witz oder ist es Realität? Meistens ist es eine Realität. Ja, da hat mir der Fahrdienst, nicht der Fahrdienstleiter, da hat mir der Zugbegleiter genau das Wort aus dem Mund genommen. Ich wollte es gerade sagen, wir nähern uns der Mutterstadt Wittenberg, denn ganz markant dafür an der Stelle die große Brücke und natürlich das halt ankündigende Vorsignal. Also Hauptsignal mit Vorsignalfunktion, so rum ist es richtig. Ja, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz dolle für deine Aufmerksamkeit. Es war wunderbar, dass du heute mit mir hier gemeinsam die Reise unternommen hast und ich würde mich darüber sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Das nächste Video gibt es in 3 Tagen um 14 Uhr, ganz pünktlich, wie immer bei mir. Mein Zug zwar nicht am Ende der Reise, aber wir fahren immer pünktlich los. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen kannst du nach oben geben, wenn du möchtest. Ich würde mich darüber freuen und über einen Kommentar freue ich mich gleichermaßen. In diesem Sinne, abonniere doch bitte den Kanal, wenn es dir gefallen hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Think New Fly New.